Ja, da wir keine Schweigeminute machen wollen, sondern eine Demo, mache ich einfach mal weiter. Ja, wie gesagt, es geht um die Berichterstattung der ARD bezüglich den Demonstrationen gestern in, oder wahrscheinlich geht das sogar heute noch weiter, denke ich mal, in Spanien. Da wurde ja das ganze Parlament umzingelt, aus dem Grund halt, dass die spanische Bevölkerung die ganzen Spardiktate, die hier auch in Berlin beschlossen werden, nicht mehr weiter akzeptieren will. Und da ist es auch, finde ich, verständlich, wenn dann 50 bis 100.000 Menschen auf die Straße gehen. Das Problem ist nur, dass unsere sogenannten öffentlich-rechtlichen Medien davon nicht so berichten, wie sie eigentlich sollten. Und eigentlich werden sie ja dafür von uns bezahlt. Und das ist eigentlich ziemlich schade, dass da sie ihrer Berichterstattungspflicht nicht nachkommen. Aber in anderen Ländern ist das offensichtlich nicht der Fall. Also bei Russia Today zum Beispiel, dem russischen Nachrichtensender, da wurde eine ziemlich gute Berichterstattung gemacht und auch über das Internet und so weiter. Das war schon ganz vernünftig und die Schweiz hat das auch hingekriegt. Da frage ich mich natürlich, warum funktioniert das in Deutschland nicht? Und wir erinnern uns, letztes Jahr war es eine ähnliche Situation, da war das auch in Spanien. Großdemonstrationen auf allen Plätzen in Madrid und in anderen großen spanischen Städten. Und wir erinnern uns, da fing das dann damals an, auch mit Occupy und so weiter. Das pflanzte sich dann in die anderen europäischen Länder weiter, auch bis nach Deutschland. Und ich denke mal, hier wird das einfach verschwiegen, weil man halt Angst davor hat, dass dann wieder sich die Leute dann auf die Straße trauen und halt ihre Meinung sagen.